Im folgenden Video bekommst du die Ebenenumformung von der Koordinatenform in die normalen Form erklärt. Es gibt drei Darstellungsformen einer Ebene: Parameterform, Normalenform und Koordinatenform. Je nach Aufgabenstellung ist mal die eine oder die andere Form beim Rechnen besser. Daher muss man Ebenen auch mal in die andere Form überführen können. Gehen wir davon aus, wir haben eine Ebenenkoordinatenform gegeben. Diese besteht aus der Form ax1 plus bx2 plus cx3 gleich d. Für die normalen Form, Klammer auf x-Vektor minus p-Vektor, Klammer zu, mal n-Vektor gleich 0, brauchen wir hingegen einen Stütz und einen normalen Vektor. Wir führen jetzt die Umformung mal an einem Zahlenbeispiel durch. 3x1 plus 2x2 minus 5x3 gleich minus 4 wäre unsere Koordinatenform. Wir brauchen zuerst einmal einen normalen Vektor n. Die Koordinaten des normalen Vektors entsprechen aber gerade den Koeffizienten a, b und c. Somit ist n 3, 2, minus 5. Das war schon mal einfach. Nun suchen wir noch einen Stützvektor. Dazu brauchen wir einen Punkt P, der auf der Ebene liegt und somit die Ebenengleichung erfüllen muss. Also versuchen wir uns einfach mal mit Einsätzen. Am einfachsten wählen wir als erstes mal eine 0. Das macht die Rechnung einfacher. Vielleicht eine 3 als zweite Koordinate und dann brauchen wir noch eine 2 für die dritte Koordinate. Kurz kontrollieren. 3 mal 0 ist 0 plus 2 mal 3 ist 6 minus 5 mal 2, also minus 10, ergibt minus 4. Passt. Der Stützvektor ist somit 0, 3, 2. Und wir können die normalen Formen direkt aufschreiben. Klammer auf x-Vektor minus 0, 3, 2, Klammer zu, mal 3, 2 minus 5 gleich 0. Fertig. Brauchst du noch weitere Lern- oder Übungsvideos, Lernhilfen oder Übungsaufgaben? Dann schau auch mal auf Schlaues Wow vorbei.